Hallo, danke fürs Kommen. Danke ans MetaLab für die Einladung. Und ich habe ein paar Gesetzestexte mitgebracht. Also wer mitschauen möchte, der soll bitte kurz die Hand heben. Es sind einige Exemplare, ich gebe es mal durch. Ja? Gut, fangen wir an. Etwas klein, aber doch. Alex hat sich schon vorgestellt, Werner Reiter ist mein Name. Eine Pointe haben wir leider schon weggenommen. Die Präsentation heißt Überwachung von Nachrichten, die im Wege eines Computersystems übermittelt werden. Man kann aber auch Bundestrojaner dazu sagen. Man kann aber auch Spionagesoftware dazu sagen, und zwar Software, die zur Spionage gegen die Bürgerinnen und Bürger dieses Staates eingesetzt wird. Kleines Ratespiel zu Beginn. Wie lange dauert es in Österreich, bis nach einem Terroranschlag, der international stattfindet, ein Überwachungsgesetz aus der Schublade gezogen wird? Schätzungen? Also, machen wir es kurz. Die Auflösung lautet, beim polizeilichen Staatsschutzgesetz hat es 83 Tage gedauert, beim Bundestrojaner heuer waren wir schon deutlich schneller. 9 Tage nach den Anschlägen von Brüssel war schon ein neuer Gesetzesvorschlag da. Der ist schon sehr lange in der Schublade gelegen. Es gab schon Medienberichte im November 2015, die darauf hingewiesen haben, aber nach solchen Anschlägen nutzt man die Gelegenheit, um solche Gesetze dann auf die Bahn zu bringen. Noch dazu, und das ist besonders peinlich, ist in den Erläuterungen zum Bundestrojaner ein Hinweis drinnen auf eine Zeitungsente. Die New York Times haben schon im November des Vorjahres gezeigt, dass das Gerücht, dass die Anschläge über eine PlayStation 4 geplant wurden, falsch ist. In den Erläuterungen des Justizministeriums ist dieser Hinweis nach wie vor drinnen. Worum geht es beim Bundestrojaner? Im Wesentlichen geht es darum, Kommunikation abzufangen, bevor sie verschlüsselt wird. Also wir sind hier so im Umfeld von Crypto Wars, und das ist ein österreichischer Ansatz dazu. Der Ansatz ist brandgefährlich. Das ist ein Sicherheitsbumerang. Das Schlimme ist, es gibt zusätzliche Risiken bei der Strafverfolgung, und zwar insofern, als hier eine Software eingesetzt wird, die relativ leicht entdeckt werden kann. Und was tut man, wenn man Spionagesoftware als Kriminelle entdeckt? Man macht Gegenreaktionen. Und eine dieser Gegenreaktionen könnte sein, falsche Spuren zu legen. Das zweite sehr riskante Thema bei diesem Bundestrojaner ist, dass der Staat auf Sicherheitslücken in der Software oder in Betriebssystemen angewiesen ist und diese versucht offen zu halten und damit alle Internet-User gefährdet. Es gibt also Probleme im gesamten Lebenszyklus dieser Software, beginnt von der Programmierung über das Spannungsfeld von Überwachung und Online-Durchsuchung und geht bis hin dazu, dass einerseits die Software recht leicht entdeckt werden kann und dass es recht kompliziert ist, sie auch wieder von den Computern runterzukriegen. Der Alex wird dann im Detail noch darauf eingehen, und damit übergebe ich auch schon an ihn. Ja, hallo nochmal. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass das Gesetz derzeit in Begutachtung ist. Wir haben eine Stellungnahme abgegeben und wir lehnen den gesamten Gesetzestext, so wie er vorliegt, ab. Das ist ein Unterschied zum Staatsschutzgesetz, wo wir gesagt haben, es gibt schon Gründe für so ein Gesetz, aber wir wollen einfach ein verfassungskonformes Gesetz. In diesem Fall lehnen wir die Novelle einfach komplett ab, weil wir halt wirklich Bedenken haben. Wir denken, dass sie mehr Probleme schafft, als sie löst. Der Verfassungsgerichtshof hat im Vorratsdatenspeicherungserkenntnis gesagt, also eine ganz wichtige Aussage getätigt, nämlich, dass die Freiheit als Anspruch des Individuums und als Zustand der Gesellschaft von der Qualität der Informationsbeziehungen bestimmt wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, also nicht nur im Hinblick auf die gesamte Überwachungsgesetzgebung, sondern eben im Besonderen auch hier beim Bundestrojaner bei der Überwachungssoftware. Information ist das Substrat unserer Gesellschaft, Information ist
elementar für den Umgang der Menschen miteinander in der Gesellschaft. Und wir sehen, dass, was jetzt auch durch Studien belegt wird, dass es einen sogenannten Chilling-Effekt gibt. Wenn die Leute wissen, dass sie überwacht werden, ändern sie ihr Verhalten nicht. Und das hat halt gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Ja. Es ist jetzt nicht jeder betroffen von dieser Überwachungssoftware im Konkreten, ja, aber über die Kontaktbegleitpersonen, über die Kommunikationspartner, gerade bei Journalisten, Journalistinnen, kann es eben sein, dass man eben doch in das Umfeld hineinkommt und vielleicht sein Verhalten ändert. Und am Ende des Tages werden die Menschen schweigen, wenn sie Repression verspüren, und wir wollen alle keine Gesellschaft, die schweigt. Ja, das wäre auch ein bisschen langweilig. Schauen wir uns mal an, was so im Gesetzestext drinnen steht auch. Wenn man den Gesetzestext liest, denkt man sich beim ersten Blick, beim ersten Lesen, ja, da hat sich der Gesetzgeber schon einiges überlegt, Safeguards eingebaut, das ist gar nicht schlecht, nur wenn man dann ein bisschen ins Detail geht, sieht man halt sehr, sehr viele Probleme. Ja. Wir haben einen gleichen Anwendungsbereich wie beim großen Lauschangriff, das ist eben diese optische und akustische Überwachung von Personen, die seit 20 Jahren im österreichischen Rechtsbestand ist und seit damals von Beginn an natürlich massiv Kritik erfahren hat. Ja. Und die Kritik ist bis heute nicht verstummt. Nicht? Also es geht hier um Eingriffe in die Privatheit und es geht hier auch um den Kernbereich privater Lebensgestaltung. Kurz zu den Details eben, die Überwachungssoftware darf nur, wie der Werner gesagt hat, es geht eben um die Überwachung von Kommunikation vor und nach einer allfälligen Verschlüsselung. Die Argumentation des Bundesministeriums für Justiz ist die, dass ja eben durch die heutigen Kommunikationstechnologien die Leute auf verschlüsselte Kommunikation umsteigen und die Behörden brauchen einfach eine Ermittlungsmaßnahme, um dem entgegenzutreten. Der Anwendungsbereich ist insofern eingeschränkt, als dass wir eine Straftat oder eben eine terroristische Vereinigung oder kriminelle Organisation haben müssen. Also die Straftat muss mit mehr als 10 Jahren Freiheitsstrafe bedroht sein. Das ist schon ein enger Anwendungsbereich. Ja. Weiter muss ein dringender Tatverdacht vorliegen. Dringender Tatverdacht heißt nichts anderes, als die Verdachtslage muss hoch sein. Und das heißt, es muss mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eben von einer Tat ausgegangen werden. Oder dem Vorliegen einer terroristischen Vereinigung oder einer kriminellen Organisation. Dieser dringende Tatverdacht ist natürlich ein bisschen dehnbarer Begriff auch. Ja. Und unsere Befürchtung ist, dass das relativ aufgeweicht wird und dass man in Wirklichkeit gar nicht ermitteln will, um Straftaten aufzuklären, sondern dass man ein Tool in die Hand bekommen möchte von Seiten der Behörden, vor allem halt das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, um Verdachtslagen eben aufzuspüren und kriminelle oder terroristische menschliche Netzwerke mal abzuchecken. Ja. Und das ist ein bisschen ein schwammiger Begriff, das ist halt unsere Befürchtung. Justizministerium sagt, die Software wird nicht mehr als 6 Mal pro Jahr angewendet werden. Halte ich für eher unwahrscheinlich, ganz ehrlich gesagt. Ja. Bei der Ermächtigung ist es so, da gibt es schon strenge Safeguards. Ich brauche eine Anordnung der Staatsanwaltschaft. Diese Anordnung der Staatsanwaltschaft unterliegt auch der Prüfung und Kontrolle des Rechtsschutzbeauftragten der Justiz. Und diese Anordnung muss auch durch einen Richter, durch einen Haft- und Rechtsschutzrichter bewilligt werden. Ja. Das Problem ist diese sogenannte Stambilienbewilligung. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, das läuft halt so, dass die Staatsanwaltschaft praktisch das Schriftstück dem Richter übermittelt und er nur mehr unterschreibt. Ja. Und wenn er das ablehnt, muss er es begründen, warum er es ablehnt. Nicht? Also er muss die positive Bewilligung nicht mehr begründen. Ja. Ist natürlich ein Riesenproblem. Da ist man sich auch in der Richterschaft in Österreich durchaus bewusst. Das wird auch unter den Richtern diskutiert. Die meisten Haft- und Rechtsschutzrichter sind junge, unerfahrene Richter. Und ich habe selber gesehen bei meiner Gerichtspraxis am Straflandesgericht Wien, dass zum Beispiel bei der Telekommunikationsüberwachung quasi alles bewilligt wird, die Leute, die Staatsanwälte, die Haft- und Rechtsschutzrichter, das sich kaum durchlesen und wirklich wenige Richter sensibilisiert sind. Also das ist jetzt kein großes Geheimnis und ich möchte niemandem was unterstellen, dieses Problem ist durchaus bewusst.
Wenn wir jetzt die technischen Details noch ein bisschen anschauen, ja, der Albert Steinhauser hat im Innenausschuss nachgefragt, wie es denn jetzt ausschaut mit der technischen Umsetzung dieser Software. Was ist das für eine Software, wie soll sie funktionieren, was sind die Details, nicht? Und da kam halt im Innenausschuss die Aussage, na, haben wir uns nicht überlegt. Ja. Glaube ich persönlich jetzt auch nicht ganz, ja, weil es gibt eine Wirkungsfolgenabschätzung, eine Budgeteinschätzung. Da kommt der Werner noch nachher dazu, aber man muss sich schon auseinandersetzen mit so einer Software. Also ich nehme das jetzt die Aussagen aus dem Mitgliedern aus dem Innenausschuss auch nicht ganz ab, dass man sich überhaupt nicht beschäftigt hat. Nicht? Im Justizministerium ist das sehr wahrscheinlich, da sitzen wenige Techniker, aber es gibt Aussagen vom BVT, die darauf schließen lassen, dass man sich schon sehr genau auseinandergesetzt hat, auch zum Beispiel mit Kostenvoranschlägen etc. Was sind jetzt genau die technischen Bedenken? Ja? Einerseits steht im Gesetzestext eben das Wort Installation. Ja? In den Erläuterungen, in den Materialien und im Justizministerium selber sagt man, eine Remote-Installation, eine Ferninstallation soll nicht zulässig sein. Ja? Wenn man sich den Gesetzestext anschaut, ist es ganz klar, nach einer Wortinterpretation ist eben die Ferninstallation auf jeden Fall abgedeckt. Wenn man jetzt ein Gesetz interpretiert, anwendet und interpretiert, muss man mal davon ausgehen. Nicht? Was jetzt in den Erläuterungen steht oder was jetzt die Aussagen des Justizministeriums sind, das ist am Ende des Tages alles bloßes Gerede. Ja? Die Motivation dahinter, das muss jetzt jeder für sich selbst beurteilen. Persönlich denke ich, dass man sich da in der Legistik durchaus bewusst war und dass das eben keine Unachtsamkeit oder kein Fehler war. Sämtliche Techniker, und es sitzen ja auch heute einige im Raum, haben uns bestätigt, dass eine Online-Durchsuchung, also eine Durchsuchung des Computersystems, also sämtlicher Dateien und die Online-Überwachung, wie es auch in Deutschland zum Beispiel heißt, die Quellentelekommunikationsüberwachung, technisch einfach nicht zu trennen ist. Ja. Und im Gesetz steht aber, es soll nur eine Online-Überwachung zulässig sein und keine Durchsuchung. Durchsuchung ist schon zulässig dann bei Kontaktverzeichnissen, Adressbüchern etc. Aber diese Trennung ist einfach also technisch nicht zu gewährleisten. Ja. Das Problem ist, dass auch 2008 eine Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, damals unter Verfassungsrechtler Funk, und die ist zu dem Ergebnis gekommen, also dass eine Online-Durchsuchung jedenfalls unzulässig, weil unverhältnismäßig ist. Zur Protokollierung ganz kurz, da haben wir auch ein Problem. Protokollierung ist nur erwähnt im Gesetz, ja, aber wir haben halt so etwas wie ein grundrechtliches Determinierungsproblem hier, nämlich grundrechtliches Determinierungsgebot sagt nichts anderes, als dass bei eingriffsintensiven Gesetzen, also ein eingriffsintensives Gesetz, ist ein Gesetz, das jetzt nicht nur zufällig in Grundrechte eingrifft, sondern nicht nur als Nebeneffekt, sondern einfach standardmäßig quasi in Rechte eingreift. Nicht? Und da gibt es schon sehr ein enges Konzept, das ist auch in der Judikatur so formuliert worden, des Öfteren vom Verfassungsgerichtshof als auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und wir haben daher vorgeschlagen in der Stellungnahme, also um das wirklich jetzt verfassungsmäßig korrekt zu formulieren, müsste man auch eine Durchführungsermächtigung ins Gesetz schreiben. Nicht? Aber bloß auf die Protokollierung hinzuweisen, ist sicher nicht ausreichend. Bei der Verwertbarkeit, also diese Protokollierung soll die Verwertbarkeit der Beweise sicherstellen. Es gibt auch eine Regelung im Gesetz, dass Zufallsfunde nicht verwertet werden dürfen. Falls so ein Fund verwertet wird, ist es mit Nichtigkeit das Verfahren bedroht. Allerdings das Problem des relativen Nichtigkeitsgrundes, und langweile ich euch jetzt nicht mit Details, heißt aber nichts anderes, dass das Urteil trotzdem halten kann. Ja. Weil es kann ganz oft eben auch Kontrollbeweise geben, Geständnisse, andere Zeugenaussagen nicht, dann fliegt der eine Beweis raus, aber ich habe trotzdem halt das Urteil. Ja. Der Eingriff in die
Grundrechte ist ein massiver, es ist ein schwerer Eingriff. Ja, es geht hier wirklich um privateste Gedanken, die überwacht werden können, nämlich sämtliche schriftliche Gedankeninhalte. Und man muss sich jetzt bei dem Grundrechtseingriff immer fragen, gibt es nicht gelindere Mittel vielleicht, die ausreichend sind? Und die haben wir schon auch. Zum Beispiel haben wir, weil wir auch den gleichen Anwendungsbereich da haben, eine Hausdurchsuchung, Beschlagnahme von Rechnern, die ganz sicher dann auch Anschläge verhindern würden. Ja. Das Konzept des Legal Intercept ist ein zweischneidiges Schwert. Wir wissen, dass es bei Skype Legal Intercept gibt, nicht? Das auf alle verschiedene Kommunikationssoftware anzuwenden, ist schwierig. Ja. Können wir aber nachher noch dann darüber sprechen. Ja. Was jetzt noch ein ganz großes Problem ist, dass eben diese Software, das haben uns auch alle Techniker bestätigt, Sicherheitslücken ausnutzen muss, um funktionieren zu können. Ja. Jetzt hat der Staat dann natürlich ein Interesse, dass Sicherheitslücken nicht geschlossen werden. Ja. Und das betrifft uns alle. Alle haben wir ein Computersystem, Handy, Laptop, PC, Smartphones, alles fällt unter den Begriff Computersystem. Ja. Wenn jetzt kritische Sicherheitslücken offen gehalten werden, ist es ein massives Problem für die gesamte Cybersicherheit in Österreich. Ja. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wird zuständig sein für den Betrieb der Software und gleichzeitig ist es aber auch zuständig für die Aufrechterhaltung der Cybersicherheit. Das ist ein Widerspruch, der nicht auflösbar ist. Unsere Anfragen ans BVD oder auch jetzt bei Veranstaltungen, wo wir gefragt haben, da kam dann gar keine Antwort. Das Problem ist durchaus bewusst, aber der Widerspruch ist nicht aufzulösen. Ja. Kleines Bonmot am Rande, dieses Jahr, Ende des Jahres, wird die NIS-Richtlinie, die Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit in Österreich umgesetzt und operative NIS-Behörde wird aller Voraussicht nach das BVD sein. Ja. Haben wir noch Zeit? Wir werden zur Eile gemahnt. Ganz kurz noch, es gibt noch ein ganz schlimmes Thema in dem Gesetz, und zwar die Gedankenpolizei, wie sie George Orwell schon skizziert hat in 1984. Und zwar geht es darum, dass diese Software auch grundsätzlich Entwürfe von E-Mails beispielsweise oder von anderen Nachrichten lesen kann. Das heißt, bevor eine Nachricht noch abgeschickt wird, kann der Entwurf schon gelesen werden, und damit sind wir schon sehr nah an dem, was Orwell als Dystopie formuliert hat. Wirkungsfolgenabschätzung. Eigentlich sollte man bei Wirkungsfolgenabschätzung das Ganze sehr breit sehen. Das Justizministerium hat sehr eng gesehen und hat nur die Softwarekosten kalkuliert. Kleiner Fehler am Rande, der da passiert ist. Es ist nämlich ein Komma durch einen Punkt ersetzt worden und so ergibt sich eine wunderbare Summe von 2,16% des BIP bei den Gesamtkosten. Das wären umgerechnet auf das BIP, so wie es heute ist, 7,6 Milliarden Euro. Um dieses Geld kann man eine Gesamtüberwachung machen in Österreich und nicht nur diese 6 Fälle, die der Alex schon angesprochen hat. Bei den 6 Fällen, das sind jetzt in der Argumentation die für den großen Lauschangriff 2014 gegolten haben, um dieses Geld, um die 450.000 Euro, nämlich die pro Jahr für die Software aufgewendet werden sollen, kann man sich 6 Vollzeitangestellte Terrorfahnder leisten, inklusive Lohnnebenkosten. Zum Status, es gibt einen Begutachtungsprozess, der noch bis 12. Mai läuft. Kurz was dazu. Ja. Es wurden jetzt bis einige Stellungnahmen eingereicht, einige sind sehr interessant zu lesen. Ich glaube, da haben wir jetzt keine Zeit mehr, wir wollten jetzt noch kurz sagen, was da drin steht, aber das könnt ihr euch. Ich möchte wirklich verweisen auf die Stellungnahme der Wiener Landesregierung, weil es ist doch durchaus üblich, dass die Landesregierungen Stellungnahmen abgeben, wo dann drinnen steht, ja, wir haben keine Bedenken gegen ein Gesetz. Ja. Das ist jetzt auch in Tirol, Niederösterreich, Vorarlberg passiert. Die Wiener haben da durchaus eine kritische Stellungnahme geschrieben, 6 Seiten ist lesenswert. Ja. Und ja. Was mich persönlich gefreut hat, es gab noch eine Stellungnahme von einem Privatmann, dem Erwin Ernst Steinhammer, ich kenne ihn persönlich nicht, möchte mich aber sehr herzlich bedanken, ja, der eine sehr detaillierte technische Stellungnahme abgegeben hat. Und ich möchte schließen mit den Worten des AK-Vorrat-Urgesteins Herbert Waloschek: Empört euch, aber engagiert euch auch. Ja. Wir haben noch eine Woche Zeit, also die Begutachtungsfrist ist eine Woche und jeder ist herzlich eingeladen, auch noch Stellungnahmen abzugeben. Ja. Gut, und ich
schließe mit einem letzten Aufruf, damit wir so geniale Stellungnahmen abgeben können, wie sie da Alex Federführend für den AK-Vorrat geschrieben hat, brauchen wir Geld. Sowas macht man nicht nebenbei und nicht in seiner Freizeit. Das ist harte Arbeit und die soll auch bezahlt werden. Und deswegen hier noch einmal unser Spendenaufruf. Und damit ist Geheimdienst Schluss. Ja, super. Ich würde vorschlagen, dass wir die Fragestellung auch schon später verlegen, weil wir jetzt mit der Zeit weit drüber sind. Aber wir wissen natürlich, dass AK-Vorrat sehr engagierte und wertvolle Aufgabe erledigt. Also herzlichen Dank für den Vortrag. Und damit können wir nahtlos übergehen. Wollt ihr ein, zwei Fragen kurz stellen? Gut, nehmt es. Okay, passt. Gleich eins da, bitte. Ja, Werner, kann man die Stellungnahmen, die es schon gibt, am AK-Vorrat-Website einsehen? Es sind alle Stellungnahmen auf der Parlaments-Webseite. Ja. Wenn man auf die Parlaments-Webseite geht, ist auf der linken Seite die Abteilung Begutachtungsverfahren und da findet man es ja. Und alle werden immer sofort, also wenn das beim Parlament einlangt, online gestellt. Unsere gibt es auf unserer Seite, ja. Da hinten war noch eine zweite, ganz dringende scheinbar. Vielen herzlichen Dank, Maximilian Schubert, ISPA. Wir vertreten Internet Service Provider in Österreich. Einen Aspekt habt ihr nicht angesprochen, beziehungsweise nur kurz gestreift, und zwar, das war der des tatsächlichen Nutzen. Wir haben mit Praktikern gesprochen, die gemeint haben, es war vielleicht eine smarte Idee, 2008 darüber nachzudenken, Standcomputer mit Software zu infizieren. Heutzutage läuft alles über Smartphones ab und die Praxis berichtet, dass wenn man einer Person sein Smartphone länger als 3 Minuten wegnimmt, die das Gerät in der Regel entfernen, weil sie sowieso davon ausgehen, dass es verwanzt ist. Also das wäre ein Aspekt, der mich interessieren würde, ob ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die von euch, die sich gerne mit derartigen Themen interessieren und ein juristisches Studium abgeschlossen haben, würde ich bitten, bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen. Da gibt es einen Job als Juristin oder als Jurist, wo man sich dann genau mit derartigen Themen beschäftigen kann. Danke. Kurz darauf einzugehen, ja, mit dem Thema haben wir uns auch beschäftigt und in der Stellungnahme von der Wiener Landesregierung ist da auch einiges nachzulesen zum Thema Smartphones und zum Thema praktischer Nutzen, wenn man die Diskussion in Deutschland verfolgt, wo man dann gesehen hat, dass der Bundestrojaner dort nur anwendbar ist für Windows 7 und für Skype, dann weiß man, wie groß der praktische Nutzen ist. Das heißt, man hat so ein kleines Segment, das man abdecken kann und so ein großes, das man damit nicht erwischt. Also es ist relativ leicht, auch so einer Software dann zu entkommen, unter Anführungsstrichen. Vielen Dank für den Vortrag. Wollte nur fragen, der Anwendungsbereich ist bekannt sehr schmal, war auch die letzten Jahre bereits auch in aller Munde. Die Frage ist aber auch, wer befindet denn über die ganze Begutachtung? Darf ich nachfragen, was du jetzt mit Begutachtung meinst noch? Die werden schon alle durchgelesen im Justizministerium und hoffentlich die Kritik aufgenommen und in der Regierungsvorlage dann berücksichtigt. Ja. Wie gesagt, die Begutachtungsfrist läuft noch eine Woche. Wir hoffen, dass unsere und die Kritik der anderen auch schon auf Gehör stößt und dass wir zumindest jetzt einmal noch mehr Zeit haben, halt, um unsere Argumente durchzubringen. Ne? Weil ursprünglich geplant war schon relativ schnelle Beschlussfassung im Plenum, wobei wir gesehen haben, beim Staatsschutzgesetz hat schon was gebracht, die Kritik. Nicht? Also es hätte ja auch schon letzten Sommer beschlossen werden sollen. Ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Staatsschutzgesetz. Also wir haben es geschafft, die Gesetzgebung etliche Male zu verhindern.
Was leider nicht gelungen ist, ist inhaltlich mit allen Punkten durchzukommen. Man hat gesehen, dass man sehr wohl auf Kritik reagiert, aber immer nur auf das, was als Headlines in den Medien war und sehr geschickt eigentlich dann ein paar Dinge im Gesetz verändert hat, aber nichts Substanzielles. Also das ist ein bisschen unsere Befürchtung, dass das auch hier noch einmal passiert. Und deswegen geht es jetzt wirklich darum, noch viele Stellungnahmen abzugeben und laut zu sein im Gesetzgebungsprozess und dann wirklich sehr, sehr kritisch zu begleiten. Ja, das, was der Werner gesagt, kann ich nur unterstreichen. Also je mehr substanzierte Stellungnahmen noch eingereicht werden, jetzt wir haben jetzt eine Woche Zeit noch, desto besser für einen Diskussionsprozess da, in der parlamentarischen Debatte, als genauso wie in der öffentlichen Debatte. So, danke, oder? Einverstanden. Danke.